Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei The Elder Scrolls Online. Und mit dabei ist wieder GamerCheckRB. Hallo! und Odin. Oh. Einen wunderschönen. Weißt du, ich wollte gerade loslegen, da kommt schon wieder irgendein komisches Geräusch. Ich konnte mich gerade jetzt echt nichts mehr zusammenreißen, muss schon direkt lachen. Hallo! Ja, wir waren gerade hier in der Zuflucht und wir haben das Portal gesehen, Odin, was aus dem Himmel kam. Und Darth Vader ist auch wieder am Start hier. Ich muss das Mikrofon ein bisschen wegmachen. Ist kein Problem. Wir wissen alle, dass der Odin da ein bisschen anders ist. Wenn jemand eben Odin ist kompliziert und wird auch nie anders sein. Und ja, jetzt sind wir hier und jetzt machen wir weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar Nebenmissionen machen oder ich denke nicht direkt wieder eine Hauptmission, oder? Weiß ich nicht. Also wir haben hier Vertrauensbeweis. Also ich würde schon sagen, dass wir noch die zweite gelbe nochmal machen hier, weil dann holen wir uns noch ein paar kleine oder weil man, ich weiß nicht, wir haben ja auch schon wieder genug Nebenmissionen, ne? Also ich habt ihr alle die Mission, Moment. Von unter der Erde. Eine Mine im Streik, habt ihr die? Ja. Wollen wir die machen? Also ich hab die, ich weiß nicht, ob die Odin hat. Jo. Die ist ziemlich nah dran. Jo, dann machen wir ja, die. Ja, da ist sechsmal Dingsbums da. Ja, Drittelspfeile zurück. Dann gehen wir mal dahin. Gut, dann haben wir nämlich gleich wieder irgendwas Gutes. Und ja, wir haben aber einen stopp, Ring ich brauche mal einen. Ja. Oh, guck mal, ich scheiße und ich kann nichts machen. Was denn? Hier steht da. Eine Kuh, oh, die hole ich mir. Ja, hol sie dir. Hast du überhaupt einen Dietrich? Nee, hab ich nicht. Na, ja. Oh, guck mal, ein Pilz. Apfelstiel. Hab Apfelstuhl. Ach, guck mal, linker Ring. Ach so, jetzt kann ich mir hier noch. Jetzt kann ich ja, mir. Den Ring. Ah, jetzt gibt's den linken Ring. Ich hab schon einen gesagt. Ah, so Rivano, sag mir mal, wo hier Fähigkeiten. Ja, alles klar. Okay, dann geh mal bitte in dein Menü rein. Bin ich. Dann gehen wir bitte auf Fertigkeiten. Fertigkeiten? Ja, bin ich. Und dann steht da einmal Klasse, Waffe, Rüstung, offene Welt, Gilde, Volk, Handwerk und Handwerk. Hast du das gesehen? Waffe mit Schild, zwei. Ja, genau. Und du hast jetzt immer dann so eine Zahl davor stehen, ne? Ja, 8. Genau. Und da, wo du am höchsten hast die Zahl, das ist das, was du jetzt die ganze Zeit benutzt. Aha. Jetzt gehst du mal da, wo du die 8 drauf hast. Was hast du da? An Zweihand. Zweihand habe ich auch, 16. Okay, gehst auf Zweihand. Und dann müsstest du zum Beispiel trennen, steht bei mir. Kritische Stürme, Aufwärtsschnitt. Und dann hast du, also da steht einmal aktive Fertigkeiten und passive Fertigkeiten. Siehst du das? Ja, passiv habe ich jetzt einmal geholt, weil du sagst, genau, dass letztens, das die sind immer, genau. Das sind die immer aktiv sind. Da steht auch, was die bringen. Hast du jetzt da auch Todesstoß, kraftvoll? Geil. Ich hab Meuchelmord am meisten. Gemetzel. Meuchelmord hab ich am meisten. Okay. Aber ich kann jetzt nicht dann mehr bist du ein Meuchelmörder. Ja, und dann hast du bei aktive Fähigkeiten, kannst du zum Beispiel mit einem Punkt eine Fähigkeit freischalten. Zum Beispiel habe ich harten Schlag oder du hast halt irgendwelche Fähigkeiten. Als ich habe jetzt nur, null Punkte jetzt, aber ich habe jetzt erstmal hier passiv, passt. Hast du jetzt auf jeden Fall erhöhten Schaden. Dauerhaft. Dauerhaft einen erhöhten Schaden um 3% oder sowas. 10%. Oh, das ist aber echt ein erhöhter Schaden. Ja, das ist ein Gemetzel, ne? Ne, das nächste ist 10%. Ah, okay. Kann ich jetzt sehen, was ich jetzt habe? Ja, steht doch da, wenn der drauf ist. Ja, da steht, 25% und beim nächsten Mal, auch beim Leben, 10%. Mhm. Erhöht den Schaden mit Fähigkeit für Waffen gegen Ziele. Mit weniger als 25% Leben um 10%. Ja, hört sich doch gut an. Onkel, hast du deine Fähigkeitenpunkte alle ausgebaut? Ja, ja. Okay, dann seid ihr alles safe. Ich hab doch gesagt, ich bin 15 Meuchelmörder. Boah. Ich will jetzt einen Apfel essen. Das ist meuchelig. Ach, den kann ich nur zerlegen, den kann ich nicht mehr essen. Achso, weil ich den geklaut habe, dann zerlegen wir den mal, den geklauten Apfel. Ja, der Onkel muss jetzt gerade die Kiste, er hat es tatsächlich geschafft, krass. Der Onkel hat sie mir weggeschnappt. Ich weiß nicht. Ach nee, ich hab's ja gemacht, dass ich gleich einstelle, da guck ich nicht erst ins Inventar. Das ist doch cool, da guck ich nicht erst da rein, warte mal, ich hab jetzt Hände, und zwar hab ich eine, oh hier, Eisenhänzen der Magika. Ich mach jetzt erstmal hier. 266 Rüstung, das nehme ich doch glatt weg. Ja, ihr müsst mich auch mal anziehen lassen. Wenn du in deinem Inventar bist, jetzt warte doch mal. Mach doch. Warte doch mal bitte.
Ich wollte gerade Adlerauge anmachen, weil es so aussah, als wenn ich hier Fußstapfen habe. Hallo. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht. Ja, aber was soll denn das? Wenn du im Inventar rumhängst, müssen wir dann auch warten. Ich bin doch hier oben, ich warte doch. Ich sehe da unten die weißen Punkte da, das seid ihr doch. Hier, springe ich doch. Ja, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, Onkel. Ja, ich bin fertig. Okay. Da läuft sowieso falsch, nur mal so. Ja. Guck doch mal, was hier ist. Der ist im falschen Dorf. Ich sehe hier hoch, ich sehe hier lang, da lang. Also nee, sollst du nicht. Er hat den Blinker nicht gesetzt. Dann haben wir ihn leider versetzt. Das ist lustig, die jetzt hier wahrscheinlich bestimmt schon übelst hier an dem Spiel rumhängen. So. Oh, mein Batterie von Blue Eyeshock ist leer. Die jetzt hier schon übelst rumhängen an dem Spiel, die haben bestimmt. Die lachen sich kaputt über die Rüstungsteile, die wir hier sammeln. Und uns freuen. Die haben bestimmt schon Tausende oder Tausende oder so. Pass auf, in die Kommentare steht, ich habe 10.000, ne? 100.000. Mit Sicherheit. Ja. Ich hab da schnell meinen Controller wieder angeschlossen. Ja, finde ich nett von dir. Ihr könnt ja mal, doch, das könnt ihr eigentlich mal machen. Schreibt mal in die Kommentare, die jetzt Teso zocken, in welchem Level ihr seid und was ihr so für Waffen, so Skills, so. Würde mich mal interessieren. Wenn man jetzt wirklich das Spiel hier suchtet, wie viel man da jetzt so hat. Aber man muss es ja nicht mal suchen, man muss es einfach bloß regelmäßig spielen. Täglich. Ja, das ist ja wieder suchten. Das können wir ja nicht. Das ist 24. Ey, du Rivale, du bist ein totaler Sack. Ehrlich, ohne Scheiß, das nervt. Ich? Ja, weil du einen immer die Gegner wegschnappst. Das geht einen auf den Sack. Ah, das ist meine Attacke. Ja, dann greif doch die nicht an, die wir angreifen. Dann geh weiter und greif den nächsten an. Das ist halt nicht die Möglichkeit, ey. Das ist helfen, ist das. Das ist scheiße, ist das. Ich verstehe gar nicht, warum mein Aufwärtshaken nicht funktioniert oder muss ich gedrückt werden. Ja, ich habe eine neue Fähigkeit gekauft für teure Punkte. Oh. Also ja. bei mir klappt mein Muschelmod-Ding-Gedöns. Ich sag nicht, warte, ich hab's ja nur eine passive Fähigkeit, habe ich ja nur. Habt ihr eine Spezialattacke schon? Ich hab schon mehrere. Ich meine Finisher L1 und R1 Attacke. Ja, hab ich doch gerade geholt, hab ich gesagt. Auch vor allem Fertigkämpfung? Ja. Okay, dann muss ich einsparen, weil ich muss mal gucken, wo ich da krieg. Das ist noch nicht. Schon tot. Okay, dann muss man jetzt den Pfeil machen. Der ist nicht tot. Genau, jetzt haben wir einen von 6. Baut der ab? Ja, haben wir nicht. Achso, doch. Was denn? Von dem Pfeil haben wir, ja, aber ich sammle doch die ganze Zeit schon das Chitin nebenbei. Merkst du das schon? Mhm. Du bist ja viel weiter als ich schon. Wieso, ich bin doch bei dir. Okay. Shit in. Komm her, du dummes Viech. Zum Ausnutzen halten. Ach, die muss man anpfeifen? Ja. Oh. Und dann rennen die weg. Wie pfeife ich die an? Ein X. Da haben wir schon. 4 von 6. Dann gehören die uns los. Hm? Warum ist das jetzt ein Pfeil? Nee, das sind nur rote. Oder? Wo ist jetzt so ein weißer Pfeil? Ich glaube, das Scheißvieh ist gerade weggerannt, was ich holen soll, oder? Ja. Die sind mir auch weggerannt. Aber ich kann jetzt hier nicht pfeifen. Wieso kann ich sie nicht finden? Wir müssen doch ein paar suchen und die dann einfach zurückschicken. Ah, jetzt. Für so, haut ab. Links noch. Und dann zwar die Arbeiter, ne? Ja. Ja, hab ich. Schön. Gut. Das war's schon. Jetzt kommen wir zu der Mine. Die ist genau, auf der Seite. Zu dem Mädel. Zu was? Zu dem Mädel da, zu dem drellten Ohren und dann können wir quatschen. Das ist ein Kerl. Ja. Oh, danke. Kerl mit dem netten Namen. Oh, danke. Ah, da ist er doch, oder? Ne, das ist der Jäger. Findet Ärger heißt er. Namen, also ich finde echt lustig die Namen, ja. Hä? Was? Wieso findet Ärger? Hier ist drei. Ich stehe im Wald. Drellten Ohren, okay, ich spreche den jetzt mal an.
Ja. Schaut euch all meine wundervollen Quama an. Ihre Knopfaugen, das sanfte Pulsieren ihrer Bäuche. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich werde selbstverständlich die Mine wieder in Betrieb nehmen. Quama können sehr gut graben, wisst ihr? Vor allem die Arbeiter. So viel Arbeit zu erledigen. Ich kann diese Mine nicht ewig unbewirtschaftet lassen. Ja, das Erklären von der Quama-Mine haben wir ja schon. So, was nun? Ach, hier ist ja noch was. Hier leuchtet immer noch ein Pfeil bei mir. Ja, das war halt was? Eine kleine Mini-Mission. Es gab halt nur ein bisschen Udin. Silber, ne? Was? Udin, hör jetzt auf, gleich wieder Pfeile zu dingsen. Nee, ist ein Weißer. Ja, das ist ja die nächste Mission, Udin. Du musst jetzt aber gleich Pfeile hinrennen. Dann lass uns mal zusammen. Sammel das Schröter-Chitin, hab ich jetzt gerade drin. Ja, genau, das machen wir gleich noch. Sammel was? Sammel das Schröter-Chitin. Hm? Das kriegen wir. Erkennen. Das kriegen wir von denen genau. Hab ich nicht. Vertrauensbeweis, die Mission. Ja. Vertrauensbeweis. Ja, die haben wir alles zusammen angeklickt. Ach, das geht vorbei. Vertrauensbeweis. Hab ich. Oh. Jetzt hast du den Findet Ärger angegriffen. Dann mach doch das mit den Scheiß aus, dass ihr die anderen, die Unschuldigen killt. 29 krieg ich schon wieder zahlen. Ja, wir sind jetzt eh nicht in der Stadt. Wo ist der Onkel? Wir müssen zum Onkel und dann müssen wir die. Ich bin doch neben euch, oder? Benutzen Signal! Nein, nicht Signal! Dass wir den Schröder-Chitin sammeln! Genau, hab ich doch Vertrauensbeweis, hab ich doch. Na, was willst du denn damit mit irgendwas benutzen? Vertrauensbeweis. Benutze das Signal von Streiter in Arsche. Was soll ich jetzt machen hier? Was? Und keine Ahnung, wir haben sammelt Schröder-Schrittin. Ich nicht. Na, dann hast du das wieder nicht gemacht mit diesen Dings. Dann hast du wieder Sinn, weil du bestimmt irgendwo hingerannt bist. Ich hab doch die Viecher auch ergriffen. Das ist eine andere Mission gewesen. Das Pfeifen war ja eine andere. Du warst ja in einer anderen Mission vielleicht gewesen. Vorhin. Hast du schon so ein Ding eingesammelt, Onkel? So ein Schröter-Schittchen? Vier Stück, aber das sind ja nicht diese Kumpel, das sind ja die Käfer direkt. Soll dafür sorgen, dass die Olle von der Insel kommt. Das ist doch falsch, Udin. Das war ein harter Schlag. Und das durcheinander, ey. Wenn man nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ich hab diesen Vertrauensbeweis. Ja, aber dann renn jetzt mal nicht vor, dann muss es ja irgendwie. Dann warte mal bitte, bis wir hier fertig sind. Dann musst du schon wahrscheinlich tausend andere Sachen gemacht haben. Das hast du die ganze Zeit. Da, so, hier sind wir in der Gegend, okay. Die ganze Zeit sind wir schon in der Gegend, aber ich glaube, das ist. Die Käfer sind das. Ja, doch die fetten da. Die ja, fetten genau, Dinger. Hier drüben die Dinger. Ja, nicht die kleinen. Die dicken Fetten waren das. Ey, du Wichskopf! Ich hab jetzt extra den anderen genommen, ja? Also, ich will gar nichts hören da. Du hast die ganze Zeit auf den anderen gehauen, ja? Ich hab extra geguckt. So, sprecht mit weiche Schuppe. Weiche Schnuppe? Hey, bist du schon soweit? Ich muss das noch vier Stück sammeln. Von den Schröder. Ja, da warte ich auf dich. Ihr habt die vorhin auch eingesammelt, ne? Dann mach ich noch mit. Was für Viecher macht ihr denn platt? Die Käfer. Also fette. Ja. Ja, was musst du jetzt nochmal machen, Udin? Was steht ich bei muss dir? Jetzt vier Käfer. Udin, nehmen. Heißt du Udin? So. Ich musste da. Hab die Olle, hab die angequatscht, dann ist die von der Insel und jetzt steht hier und ist Ende. Ich sag, warte auf uns. Nein, er wartet nicht auf uns. Nein, er macht immer weiter. Warum? Aber das hast du gesagt. Hast du gesagt, ich soll aufhören. Ich hab gesagt, du sollst damit aufhören, du sollst nicht die Mission weitermachen. Hab ich ja auch nicht. Da nee, war aber du hast. Von der Insel. Aber wenn ich jetzt in der Aufnahme gucken könnte, du Lügensau. Nimm doch gar nicht auf. Naja, wenn. Echt, das ist echt.
Rivano, ich glaube, er hat dich jetzt übertrumpft. Hier sind solche Fischer und Quatsch, Rivano. Der Onkel ist voll fettlich, ey. Du brauchst eine Therapie, wenn du mit uns fertig bist, oder? Echt? Wenn du das Teso-Projekt abgefertigt bist, weiß ich Bescheid, lass mich einweisen. Rivano, hier sind solche Fischer, hast du gehört? Ja, ich guck grad, wo die Krone ist. Achso. Was für Viecher müsst ihr platt machen? Komm mal zu euch. So Schmetterlinge sind da, so kleine. Was? Also für mich sehen die aus wie Käfer. Qualquappen. Ne, ich komm. Ja, hau die nicht um! Das heißt Kaulquappen, nicht Qualquappen. Na klar kann ich die umhauen und du musst die ja aus den Viechern raussammeln. Ja, ja. Eine noch. Ne, hat gar nicht gezählt. Komisch. Bumm. So, eine noch. Wo ist eine Onkel? Eine Schröterwurst noch. Das ist Onkel. Eine Schröterwurst. Was denn jetzt wieder? Weil du mir immer die Gegner wegschnappst. Überhaupt nicht. Den hab ich anvisiert. So, Opa, weiche Suppe. Schuppe. So, okay, dann gehen wir mal zur weiche Schuppe. Sprech. Na, welche Viecher habt ihr platt gemacht? Die auf dem Fußboden liegen hier. Ja. Nee, die habe ich vor den letzten drei, vier Parts gemacht. Ja, deswegen. Und du hast wahrscheinlich Shit-In schon gesammelt gehabt. Ich weiß nicht, ich hab die immer platt gemacht, wenn ich hier lang gelaufen bin. Und ja, und ausgeraubt, ne? So, er spricht sie jetzt an. Rivano! Oh, Ego. Würdest du bitte vom Mikrofon wegweichen? Ja, er spricht sie jetzt an. Ihr seid nicht aus. Sag das jetzt endlich. Ich spreche sie an, ich dachte, du sprichst an. Ihr riecht nach Rauch und Flammen. Was führt euch hierher? Ich zeige mich dankbar. Wartet bitte. Ich mache daraus Verbände, um die Verbrennungen der Verletzten zu lindern. Ihr müsst sie dann bei ihnen anwenden. Die Dunmer vertrauen den Argoniern nicht. Insbesondere nicht meiner Eischwester schreitet in Asche und mir. Sie befürchten, wir wollen ihnen Übles. Ihr seid ein Fremder, also werden sie ihre Wunden vielleicht von euch heilen lassen. Es gibt noch mehr. Wenn ihr fertig seid, geht zu Zauberweber Girwas. Lasst ihn wissen, wie wir die helfende Salbe hergestellt haben. Vielleicht sieht er dann ein, dass wir nicht der Feind sind. Ja, fertig. Oh, ey, Odin, ey. Ups. Ich wollte hier nur die Tussi, weil die hier so weiß leuchtet und... Dann habe ich aus Versehen angegriffen. Warum leuchtet die? Onkel, was machst du? Oh. Ach, nein. Deswegen. Ja, sollen wir die dann heilen, oder? Hält die Bauern? Warum geht das nicht? Weil wir auch zu den... Irgendwie heilen. Ja, Odin hat die ganzen Bauern gekillt hier, die Arbeiter. Es ist sinnlos, Kerl. Es ist nicht witzig, Odi, echt. Das ist nervig. Das ist einfach nervig. Mit deinem sinnlosen Rumgeballer. Dann habe ich die Untersuchung wollen angegriffen und dann. Weil ja, ist das jetzt unsere Mission gewesen, oder? Weil hier liegt die Ärztin, die brauchen wir doch, oder? Da hab ich mir das nicht. Weil du immer nur rumkackst, Odi, weil du immer eine Extrawurst spielen musst. Welcher Mission seid ihr denn jetzt? Vertrauensbeweis zum zigtausendsten Mal. Gedächtnis, Tod, Offerte, Exiklus, Gemächtnis der Ahnen, Untote Trank. Nö, hab ich nicht. Heilt die Bauern, aber wie können wir jetzt die Bauern heilen, verdammt nochmal? Das hab ich schon gemacht. Ja, aber wie? Wieso denn? Das weiß ich nicht, das war letztens, da mussten wir schon Bauern heilen. Ach, hier liegen sie doch rum, hier. Hier unten. Das haben wir doch schon gemacht, mal. Nee, das haben wir nicht gemacht, weil du wieder das ist das, was ich meine, dass du immer vorausrennst und sinnlos irgendwas machst. Tut mir leid, aber das ist echt... Guck mal, wir haben die Mission alle zusammen. Also ich habe jetzt auch eins da stehen, weil er das gemacht hat, also... Da war er immer schwachsinnig rumklickt und dann weiß er nicht, was los ist und dann rennt er irgendwo hin. Ach,
Hast du Inventarplatz jetzt wieder? Was soll ich denn den haben? Das ich denk doch nicht. Ist doch irgendein Brot. Da ist Reis in der Kiste, Onkel. Das magst du doch so gern. Reis. Nehmt euch das Schild raus. Oh, ich hab Unschild. Nehmen. Ich sag doch, nehmt euch das Schild raus. Oh, jemand, ich bin voll. Jemand benutzt das bereits. Leck mich doch am Arsch hier, verfluchte Scheiße. Habt ihr's genommen? Mhm. Noch nicht. Rivano hat's doch schon. Ja, ich nicht. Ja, ich hab mein Inventar. Kann ja auch. Kann ja auch. Meinst du auch? Scheiß Inventar hier. Okay, Onkel, weiter Bauern suchen. Wie kann man denn sein Inventar hier mal vergrößern? Kannst du auch upgraden mit Fähigkeiten. Wo ist das denn? Das ist doch aber nicht eine. Ist doch keine. Ich glaub schon, Traglast erhöhen oder so. Kann man aber auch kaufen mit echtem Geld. Will ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das geht natürlich auch, ne? Auf jeden Fall müssen die Bauern hier in dem Gebiet. Ach ja. Das hab ich neu gemacht, da war Blue noch mit bei mit den Bauern. Ja, weil du wieder irgendwie. Ja, ne, weil du da sinnlos rumgerannt bist und irgendwelche Missionen angenommen hast, die alle weggeschnappt hier und hast du da einfach gemacht. Mit Blue zusammen. Blue war hier und dann sind wir hier lang. Nie im Leben. Möchte ich sagen. Bin mir nicht 100% sicher. Naja, ist ja wohl. Schauen wir jetzt weg und dann haben wir sie und dann sind beide glücklich. Und vielleicht können wir dann ein paar Missionen. Das Schlimme ist einfach, dass es immer wieder das Gleiche ist. Immer wieder das Gleiche. Dass es nicht selber auf den Sack geht. Das ist das, was wir. Hab ich denn nicht mit den Bauern? Das hab ich gemacht mit euch zusammen, das weiß ich noch. Die oben nicht mehr. Ja, und weil wir bei uns, wir fanden das so cool, dass wir es gleich nochmal machen. Oder, Onkel? Hab ich mit. Oder hat, kann es sein, dass ihr das gemacht habt, dass ihr irgendwelche anderen wiederbeleben musstet und ich die falsche Mission aktiviert hatte? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall die Bauern jetzt gebeuert. Ja, ich hab da. So, wir schließen die Mission ab und dann machen wir erstmal den Part wieder zu Ende. Ja? Ja, bin dabei. Und zwar spreche ich die jetzt an. Nee, der. Ja. Das ist ja ein der. Ich spreche ihn jetzt an. Ja, bist du gar nicht da oder was? Achso, warte mal, ich spreche noch nicht an. Ja, jetzt bin ich da. Okay, ich spreche ihn jetzt an. Warum seid ihr hier? Dieser Schuppenrücken? In guten Zeiten hielt ich meine Zunge im Zaum. Doch jetzt, wo das Dorf geschwächt ist, da macht er sich plötzlich nützlich? Das ist doch nur ein Trick. Weil seine Leute meine Tochter Morvani entführt haben. Sie erledigte einige Arbeiten für mich. Und jetzt ist sie verschwunden. Einer der Bauern von den Gehöften hat gesehen, wie diese Argonierin schreitet in Asche, sie beäugt hat. Wer könnte es denn sonst gewesen sein? Unfug. Wir haben unser ganzes Leben im Schatten des Aschberges verbracht. Wir kennen seine Gefahren. Es waren diese wilden Argonier. Findet, schreitet in Asche und fragt diesen Schuppenrücken, wo meine Tochter ist. Bringt Morvani zu mir. Vielleicht höre ich mir dann an, was Weiche Schuppe will. Haltet in den Ruinen nach, schreitet in Asche Ausschau. Nur die drei wissen, was sie vorhat. So behaupten es nur die Ehrenworte und Verträge. Das Treffen mag in Frieden beginnen. Doch wir erinnern uns noch gut daran, wie die Argonier waren, als wir sie aus dem Schlamm emporzerrten. Wir wissen, was sie wirklich sind. So mag sich vielleicht jemand entscheiden, dem innere Ruhe gegeben ist. Ohne meine Tochter an meiner Seite schert es mich nicht, ob diese Schuppenrücken in der Asche verbluten. Thank you.
So. Ja, aber ich muss mal, ich hab den komischen Segen gefunden jetzt übrigens. Meine Diener sagen. Der ist bei Charakterübersicht drin. Hattest du bei Vertrauensbeweis sprechen mit Schreitet in Asche stehen gehabt, Odin? Nö. Also das, was ihr jetzt hier gemacht habt, habe ich nicht. Naja. Ich muss aber mal ganz ehrlich jetzt was sagen, zu dem Spiel meine Kritik durchlassen. Also die Namen sind echt affig. Ich finde die auch überhaupt nicht witzig. Ich weiß nicht, warum die solche hässlichen Namen da reingefügt haben. Schreitet in Asche. Also, was ist denn das? Ist das, das für eine Wahl? Nee, so halt, das ist die, sein Name, Schreitet in Asche. Und das ist doch totaler Quark. Wer lässt sich solche Kacknamen einfallen? Tut mir leid, also das ist echt affig. Oder einer steht im Wald, heißt ja. Ja, oder greif nicht an, oder. Ja. Also, Ist Alter, ganz laut, ist also, ja, die sind lustig, die. Das ist absolut. Oder kann länger als normal. Das ist doch wohl. Also, ich hab nicht gesehen. Schreit in Asche und der andere hieß jetzt. Keine Ahnung wie. Also, so, was müsst ihr jetzt machen? Wo müsst ihr hin? Wir müssen das Part beenden. Ja, liebe Leute, das war's wieder heute für heute mit dem Part hier, mit dem Action-Part hier. Ein bisschen durcheinander wieder. Ich hoffe, das wird jetzt sich wieder ein bisschen einspielen mit der Zeit. Wenn wir wieder alle die gleichen Missionen haben. Und hat wieder richtig Spaß gemacht. Hä? Was hat Odin jetzt gesagt? Onkel schreitet im Arsch. So. Ja. Gut. Nehmen wir das mal so auf. Onkel Giovanni, schreitet in Asche, ja. Bleib doch einfach mal stehen. Bin ich doch. Du hast immer Hummeln im Arsch. Der Typ hat immer Hummeln im Arsch, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, ich muss mich bewegen. Ich kann nicht einfach so tun, als würde ich nichts tun. Also, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal bei. Du kannst nicht so tun, als würdest du nichts tun. Du tust ja nichts. Machst doch gern Dach nicht. Und jetzt anfängst du auch immer an rumzubaumeln. Ja, oh, Kaffee. Ich guck jetzt Odin an, das ist ja schlimm. Nein, ich höre schon auf. Jetzt kann ich jetzt endlich erzählen oder wollt ihr noch was loswerden? Recht euch aus. Ihr merkt jetzt schon. Stehen und er läuft und läuft. Ich bin am Stehen, ich bewege mich überhaupt nicht. Jetzt, ja, ich sehe doch die ganze Zeit, wie du dich bewegst, du wohl. Willst du mich rollen oder was? Du standst eben bei Onkel, gerade rüber von Onkel und jetzt bist du. Da. Ja, ich stell mich jetzt wieder in die Sichtfelder von euch. Oh, ich stell mich hier so hin, weil Onkel ja den Park ist. Odin weg? So. Nee, ich muss Onkel. Ist Odin oder? Wieder weg? Ich stehe genau vor dir. Nee, ich hab, guck mal, jetzt zum Beispiel, ich denke immer, dass hundertprozentig gerade Rivane zu mir guckt, aber der guckt eigentlich von mir weg. Ja, du guckst auch weg, du guckst... Ich guck euch beide an. Ich sehe den Rücken. Nee, und die Ratte wirklich, ist auch hinter dir, die Ratte. Ich guck euch wirklich beide gerade an. So, und jetzt guck ich dich an. Du bist jetzt guck ich dich an. Jetzt guck ich dich an, Odin. Jetzt passt ja. Ich glaube, das geht nur in die Richtung hier. Und jetzt gucke ich dich an. Siehst du mich, Onkel? Ich guck dich an. Nee, du guckst zu Brünn. Ja, genau. Dreh mir nicht den Rücken zu, du Arsch. Ich hab hinten Augen. Passt schon. Ja gut, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schaut mal bei Germascheck LP vorbei beim Onkel und bei Odins Test und bei Hivano LP. Mit dem S. Ja. Hivano, Hummeln. Ja. Bleib jetzt stehen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich hatte Angst vor der Ratte da unten. Der hat wohl immer eine Ausrede. Wieder Odin. Ja. Ich lerne von dir, Odin. So, danke schön. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.